folgende Übung zum Erlernen des autogenen Trainings baut sich auf der Grundübung auf. Sie setzt voraus, dass Sie einen Ort der Geborgenheit gefunden haben, einen Platz, an dem Sie in Ruhe verweilen können, einen Untergrund, auf dem Sie fest verankert den Boden spüren. Es empfiehlt sich, dass Sie aufrecht sitzen. So werden Sie in Zukunft diese Übung in jeder erdenklichen Körperhaltung und in jeder erdenklichen Lebenssituation durchführen können. Ihre Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf Ihren Oberschenkeln oder in Ihren Leisten. Ihre Füße haben festen Kontakt mit dem Boden. Ihr Oberkörper ist aufrecht. Nun atmen Sie tief ein, bis Sie jede Faser Ihres Brustkorbs spüren. Lassen Sie den Atem gehen und entspannen Sie sich. Atmen Sie erneut ein. Halten Sie den Atem an. Spüren Sie in alle Muskeln, Sehnen und Gelenke hinein, die Ihnen bewusst werden. Atmen Sie aus und lassen Sie diese Wahrnehmung gehen. Atmen Sie ein. Halten Sie die Luft an. Betrachten Sie ohne Kommentar alles das, was an Ihrem Bewusstsein vorbeizieht. Atmen Sie aus und lassen Sie es gehen. Atmen Sie nun in Ihrem eigenen Rhythmus ein und aus. Schwingen Sie nun leicht nach links und rechts, nach vorne und hinten, so lange, bis Sie Ihre Mitte gefunden haben. Ziehen Sie sich am Nackenansatz Ihrer Haare senkrecht nach oben, bis sich Ihr Kinn leicht neigt und Ihre Wirbelsäule aufrecht und gerade in Ihrem Becken ruht, ohne Spannung von vorne, hinten, links und rechts. Beobachten Sie, wie Ihr Körper Sie atmet. Lassen Sie mit jedem Ausatmen Spannungen Ihres Körpers und Ihres Geistes ziehen. Entspannen Sie Ihre Augenlider, Ihren Unterkiefer und Ihren Nacken. So, als würden Sie sich von außen betrachten. Machen Sie sich keine Bilder von Ihrem Körper.
seien Sie sich seiner lediglich bewusst. Widmen Sie sich nicht den Bildern und den Gedanken, die Sie berühren. Sollte Ihnen dies schwer fallen, diese loszulassen, geben Sie sich einfach den Klängen der Musik hin. Diese wird Sie wieder ausrichten. Werden Sie sich nun Ihrer Füße bewusst, dem linken und dem rechten Fuß. Spüren Sie die wohlige Gegenwart Ihrer Zehen, derer zu linken und derer zu rechten. Spüren Sie die Gegenwart Ihrer Fußsohlen zur linken und zur rechten, Ihre Fersen, Ihre Knöchel. Lassen Sie es zu, dass sich bei jedem Ausatmen Ihre Wahrnehmung von diesen Körperteilen verstärkt. Sie spüren Ihre Knöchel und nehmen Ihre Unterschenkel wahr. Fühlen Sie, wie die Waden warm werden, die zur linken und die zur rechten, und wie diese Wärme auf Ihre Knie übergreift. Ihr linkes Knie ist ganz warm und angenehm entspannt. Ihr rechtes Knie ist ganz warm und angenehm entspannt. Die wohlige Wärme spüren Sie in Ihren Oberschenkeln, zur linken und zur rechten. Wohlig warm und angenehm entspannt, so als ob diese in Decken eingehüllt wären. Spüren Sie nun nach dem Knochen, auf dem Sie sitzen,
zur linken und zur rechten. Vergegenwärtigen Sie sich Ihre Beine im Ganzen, wie sie auf festem Grunde ruhen, liebevoll von Wärme umgeben, doch fest auf der Welt verankert, auf der sie leben. Fühlen Sie, wie diese Entspannung und Wärme auf Ihre Hüftgelenke übergreift. Beachten Sie Ihre Hände zur linken und zur rechten. Die Daumen, die Zeigefinger, die Mittelfinger, die Ringfinger und die kleinen Finger. Spüren Sie die Gegenwart Ihrer Handflächen und der Handwurzeln. Ihre Hände sind nun ganz ruhig, vollkommen entspannt und wohlig warm. Diese Ruhe und Wärme strahlt in die Unterarme aus bis zu den Ellenbogen. Sie strahlt von den Ellenbogen in die Oberarme. Von den Oberarmen in ihre Schultern. Alle Spannung ist von den Armen gewichen. Alle Knochen, Muskeln und Sehnen sind ganz ruhig, entspannt und wohlig warm. Arme und Hände ruhen fest auf ihren Oberschenkeln. Lassen Sie die Entspannung, die Ruhe und die Wärme auf die Organe Ihres Beckens übergreifen. Hier ist alles vollkommen ruhig, entspannt und warm. Sie spüren Ihr Schambein und Ihre Blase. Sie spüren Ihren Darm und alle Organe des unteren Leibes. Bei jedem Einatmen
füllen sich diese mit Energie und bleiben nach dem Ausatmen ganz ruhig, wohlig warm und entspannt zurück. Fühlen Sie in Ihren Magen, Ihre Leber zur rechten und Ihre Milz zur linken. Beim Einatmen füllen sich die Organe Ihres Bauches mit Energie. Bewahren Sie nach dem Ausatmen als wohlige Wärme. Ihr Zwerchfell ist angenehm gespannt. Es atmet Sie ein und atmet Sie aus. Ihre Lungen füllen sich und leeren sich. Beobachten Sie, wie die Luft Ihre Lungen weitet, sie durchspült und durchströmt und sie unbeschwert wieder verlässt. Spüren Sie dem Schlage Ihres Herzens nach, gleichmäßig und ruhig, Schlag für Schlag. Blicken Sie mit Vertrauen auf Ihr Herz, auf Ihre Lunge, die Organe Ihres Bauches. Und danken Sie für deren unermüdliche Arbeit. Lenken Sie Ihr Bewusstsein nun hin zu Ihrem Kopf. Ruhig, entspannt ruht er auf der Halswirbelsäule. Werden Sie sich bewusst, wie Ihre Schädeldecke fest und sicher das Gehirn umhüllt. Nehmen Sie Ihre Ohren wahr. Spüren Sie die Brauen Ihrer Augen und Ihre Lider. Die Wurzel und die Spitze Ihrer Nase. Ihre Oberlippe und Ihre Unterlippe, und spüren Sie nun die Zähne Ihres Oberkiefers und Ihres Unterkiefers. Entspannen Sie Ihre Augenlider und Ihren Unterkiefer. Die Organe Ihres Kopfes
sind nun angenehm ruhig, ganz entspannt und wohlig warm. Sie sind nun mit Ihrem Bewusstsein und Ihrem Körper eins. Ihre Füße, Ihre Beine und Ihr Becken. Ihr Bauch und Ihr Brustkorb. Ihre Hände und Ihre Arme, die Schultern, der Hals und der Kopf sind eins. Sie ruhen in sich für diesen Augenblick, entspannt von der Arbeit des Tages, der Wochen, Monate und Jahre ihres Lebens. Bedanken Sie sich bei Ihrem Körper als dem Gefäß für Ihr Selbst. Er bietet Ihnen wohlbehütend Schutz und lässt Sie an den Erfahrungen der Welt teilhaben. Während Ihr Körper Sie ein- und ausatmet, während Ihr Herz ruhig schlägt, während alle Muskeln, Gelenke, Knochen und Sehnen sich entspannt die Waage halten, werden Sie sich Ihrer Existenz bewusst. Lassen Sie Ihren Geist ziehen. Betrachten Sie alles, was an Ihnen vorüberstreift. Nichts von dem berührt Sie wirklich. Nichts von dem erweckt Ihr Interesse. Sie schauen nur zu in heiterer Gelassenheit. Lassen Sie nun Ihre Gedanken mit den Klängen der Musik wandern. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Bewusstsein und Ihr Körper stets zusammenfinden werden.
Zeit, wieder in die Welt der Realitäten zurückzukehren. Atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft an. Atmen Sie aus. Atmen Sie tief ein, halten Sie die Luft an. Bewegen Sie die Finger und Ihre Zehen, die Arme und die Beine. Atmen Sie aus und entspannen Sie sich. Atmen Sie noch einmal tief ein. Öffnen Sie Ihre Augen. Sie sind nun wieder ganz da, im Hier und im Jetzt. Gehen Sie nun hinaus ins Leben und bewahren Sie sich die Erinnerung und das Bewusstsein an die Kraft, die Sie in Ihrem Körper wahrgenommen haben. Von hier können Sie sie jederzeit wieder erwecken.